Es ist nicht normal. Mit Polizeipolo und Pudelmütze meldet sich Kultblödler Tom Gerhardt auf der Kinoleinwand zurück. Natürlich in seiner Paraderolle Tommy, die er bereits in den Publikumserfolgen Ballermann 6 und Voll Normal verkörperte. Dass sich der Kult gehalten hat über ein Jahrzehnt hinweg, das finde ich natürlich riesig. Und das hat natürlich meinen Spaß daran beflügelt, nochmal diese heilige Pudelmütze mir selbst überzuziehen. Ja? Und ich habe sie aus einer Ecke genommen und habe gesagt, okay, ich muss es noch einmal tun. Ne? Und dann verwandle ich mich auch blitzartig in Tommy. Endlich mal, Leute! Genau. Schon 15 Jahre liegt seine erste Kinoproduktion Voll Normal zurück. Aber müde wirkt der 53-Jährige nicht. In kölscher Prollmanier ulkt Gerhardt durchs Fanpublikum. Eine andere Rolle kann sich der Profi-Blödler zwar vorstellen, aber komisch kann er es eben am besten. Auf Konkord, seid ihr da? Ich habe einfach den Willen, den Leuten Spaß zu machen, Freude zu machen. Und wenn ich eine Figur gefunden habe, die ihnen wirklich massiv Freude macht, dann sage ich, das ist das, was du erreichen wolltest. Was wollen Sie? Was wir wollen? Was haben Sie eigentlich für Vorstellungen vom Polizeidienst? Ja, beim Bullen, den kannst du aus keiner Kneipe rausschmeißen. Was ist denn los hier? Warum fliegen Sie mir denn voll nach? Lebensmittelkontrolle. Die Trilogie um Tommy und seinen Kumpan Mario ist zwar mit den Superbullen beendet, aber wann für Tom Gerhardt Schluss ist, soll das Publikum entscheiden. Wenn es genug Leute gibt, die sagen, das habt ihr wirklich geil hingekriegt, ihr habt wirklich die Hürde nochmal übersprungen und seid nicht unten drunter weggelaufen, dann kann ich es mir vorstellen. Voll normal und voll sympathisch. Tom Gerhardt ist mit Leib und Seele Komiker und überzeugt auch ohne Strickbommel auf dem Kopf.